Könnte den Aargauern jetzt das schnelle Anschlusstor gelingen, wäre vielleicht nochmals etwas drin. Vielleicht kann er etwas reißen, der neue Emir Sinanovic. Zu früh zurücklehnen, könnte verheerend sein. Von dem her hat FC Zürich die Pflicht heute Abend gleich im doppelten Sinne erfüllt. Der FC Aarau zeigte in dieser zweiten Halbzeit. Sinanovic, der neu gekommen ist nach der Pause. Nochmals gut. Sinanovic zu Janu. Das dürfte ihn und vor allem dann auch Christian Constantin freuen, der ihn ja als neuen Trainer geholt hat. Ans Fanion-Team und die auch mit einzelnen Einsätzen belohnen zu können. Sinanovic also, er kommt jetzt bereits in den Genuss eines Teileinsatzes zum Abschluss dieser Saison. Da wird es wohl dann bald einmal noch zu wechseln kommen. Lang. Dann Bengondo und dann ist der Ball drin. Das Tor für den FC Aarau. 52 Minuten sind gespielt. Der neue hat getroffen. Sinanovic. Kaum im Spiel drin. 7 Minuten hat er dazu gebraucht. Und schießt dann sein erstes Tor in der Axpo Super League. Eine schöne Geschichte zum Ende dieser Meisterschaft. Emir Sinanovic mit seiner Premiere. Und es ist ein verdientes Tor. Der gute Freistoßball, der dann auch verlängert wird von Patrick Bengondo. Entscheidend, leicht, aber eben entscheidend abgelenkt von Bengondo in die Richtung des angebrausten Emir Sinanovic. Bencic etwas zu kurz geraten, dieser Passversuch in den Strafraum des FC Vaduz, dann wieder Sinanovic. Und Kirschbaum klärt, es kommt zum siebten Eckball zu den FC Aarau. Davi Marazzi, gute Flanke. Außerdrehung heraus für Sinasovic. Es kommt nochmals zu einem Wechsel zum dritten und letzten Team vom FC Aarau und der geforderte Christian Anjou. Eine erste Gelegenheit für das Heimteam. Wäre übrigens der erste. Marazzi. Aber er kennt den Club natürlich nur gut genug, nicht das Stadion. David Marazzi. Fernando, hier gegen Marazzi, dann die Chance für Sinanovic, aber direkt auf Daniel Lopar. Fernando mit der Vorlage, mit dem Geschenk praktisch für Emir Sinanovic. Weil Steven Lang hätte ankommen können. Hohes Bein von Christian Duschi. Hier gegen Sinanovic. Gute Aktion von Sinanovic. Kyojo. Nun der Wechsel beim FC Aarau. Baikal geht, Sinanovic kommt. Dies alles in der 74. Minute. Ein junger Mann, Emir Sinanovic, 22-jährig, 1,90 Meter groß, also die körperlichen Voraussetzungen sind gegeben. 2 Minuten vor Schluss, Lang. Zibun faustet den Ball weg. Hinterhaltschuss dann von Sinanovic. Und Rundschlag von Seoane. Polverino. Sinanovic, Bengondo. Wieder Emir Sinanovic. Gute Schussgelegenheit. Der Ball abgefälscht und es kommt zum Corner für die Aarauer. Jonas Elmer. Sinanovic. Marazzi. In der Mitte hat sie Stoikov ganz allein. Marazzi. Gut gespielt, jetzt vom FC Aarau Tor. Unglaublich, diese Ballstaffette. Marazzi zu Steven Lang, der zu Emir Sinanovic und der erzielt das erste Tor.
Die Flanke von Marazzi aus der Luft, Steven Lang, kein Abseits, und in der Mitte Sinanovic ziemlich alleine mit seinem ersten Tor in dieser Saison. Protest scheint deponiert zu sein. Aber er kann sich zuerst einmal freuen, Emir Sinanovic. Was ist los mit Neuchâtel? Nächste Möglichkeit. Gute Aktion im Gesicht getroffen. Das Bein war etwas hoch da in der Defensive. Diese Szene möchte ich auch noch einmal sehen. Hier nochmals die Aktion. Ja, hohes Bein, ganz klar. Ein klares Foul im Strafraum für mich. Rapisarda, jetzt viel Platz für Bengondo. Dann Sinanovic, Mfuti kommt mit. Aber jetzt muss dann mal der Abschluss kommen. Die Möglichkeit für den FC Aarau. Dudar. Auch hier hat er alles unter Kontrolle. Emiliano Dudar. Auch nach 63 Minuten hat er noch nicht getroffen. Sinanovic für Lang. Sinanovic. Kommen bei den Bernern. Sinanovic, dann Lampi. Dass man eine starke Hinrunde gespielt hat, dementsprechend viele Punkte aufs Konto sammeln konnte. Und ein erster kleiner Aufreger im Brückli-Feld zu Aarau. Eine wirklich sehr schöne Direktabnahme. Emir Sinanovic, auch er neu in die Startelf gekommen. Vielleicht auch etwas mehr Selbstvertrauen in diese zweite Halbzeit. Lampi versucht gleich das Spiel schnell zu machen. Sinanovic. Elmer, einer derjenigen, die von Andermatt ausgemustert wurden. Mustafia übrigens auch. Und Pejcic auch. Sinanovic. Sie kommen zu zögerlich nach vorne. Burki und Polverino weit hinten. Sehr gemächlich der FCA in der Vorwärtsbewegung. Sinanovic jetzt auf die Seite ausgewichen. Guter Haken. Und gut die Flanke. Was für eine Möglichkeit für David Marazzi. Die erste Möglichkeit. Kein Abseits wurde gegeben. Marazzi konnte den Ball nicht sauber annehmen. Deshalb. Mustafi erreicht den Ball nicht. Polverino. Sinanovic und dann die größte Möglichkeit für den FC Aarau bisher durch Steven Lang. Er hatte schon einmal eine Torchance, diese war aber viel größer, die war etwa gleich groß wie diejenige, die Chipperfield auf der gegenüberliegenden Seite verwertet hat. Costanzo aber. Basler beschäftigt, hat den Ball immer noch. Eine Chance für den FC Aarau. Oh, Ablenker von Burki, immer noch die Chance, und Costanzo hält die Führung des FC Basel. Riesenmöglichkeiten für die Aarauer in der vierten Minute der zweiten Hälfte. Der Schuss von Sinanovic noch unabsichtlich, zwar von Burki abgelenkt, damit noch schwieriger zu halten.